Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform Lernsax. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie man eine Quick Message an eine Gruppe oder eine Kollegin bzw. einen Schüler schreibt. Dazu gehen Sie bitte wieder auf die Seite lernsax.de und melden sich über den Login-Button oben rechts mit Ihrem Nutzernamen und Passwort an. Auf Ihrer Übersichtsseite, auf der Ihnen E-Mails und Systemnachrichten angezeigt werden, gehen Sie mit der Maus oben rechts auf den Reiter Meine Gruppen. Hier können Sie dann aus verschiedenen Gruppen auswählen, in denen Sie Mitglied sind. Wählen Sie die Gruppe aus, der Sie eine Quick Message schreiben möchten oder in der sich die Person befindet, der Sie eine Quick Message schreiben möchten. Links finden Sie dann den Reiter Mitgliederliste. Sobald Sie diesen anklicken, wird Ihnen eine Liste aller Mitglieder dieser Gruppe angezeigt, die gerade online sind, das heißt, die gerade bei Lernsax angemeldet sind. Wenn das von Ihnen gewünschte Mitglied nicht online ist, klicken Sie oben rechts auf Alle Mitglieder anzeigen. Nun werden Ihnen alle Mitglieder der Gruppe angezeigt, egal ob sie online sind oder nicht. In dieser Gruppe befinden sich nun zwei Schüler, die ihr Profil nicht freigegeben haben. Diese können Sie nur anhand Ihrer E-Mail-Adresse identifizieren. Wollen Sie nun eine Quick Message an die gesamte Gruppe schreiben, klicken Sie oben in der Kopfleiste auf Quick Message Schreiben. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre Nachricht eingeben können. Diese Nachricht wird dann an alle Mitglieder der Gruppe versendet. Wollen Sie eine Quick Message an nur eine Person der Gruppe schreiben, klicken Sie auf die Sprechblase mit dem Ausrufezeichen direkt links neben dem Namen der Person. Auch hier öffnet sich ein Fenster, in das Sie die Nachricht eingeben können. Sie sehen, dass in der Adressatenzeile dann nur die Person auftaucht, die Sie zuvor ausgewählt haben. Wenn Sie eine Quick Message erhalten, wird Ihnen diese direkt als Pop-up-Fenster angezeigt. Sie können hier auch direkt antworten. Möchten Sie den Verlauf der geschriebenen Quick Messages ansehen, klicken Sie oben auf Messenger Verlauf. Nun wird Ihnen der gesamte Nachrichtenverlauf angezeigt. Beachten Sie, dass nur Quick Messages der letzten 7 Tage gespeichert und angezeigt werden. Mit einem Klick auf Verlauf leeren können Sie den gesamten Quick Message Verlauf für Sie selbst löschen. Vergessen Sie nach getaner Arbeit nicht, sich über den Logout-Button abzumelden, damit niemand unbefugt auf Ihr Profil zugreifen kann. Wir hoffen, Ihnen hat das Video geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!